Jetzt, wo wir wissen, wie die Dichtefunktion der Normalverteilung ausschaut und was ihre Eigenschaften sind, können wir definieren, was das für eine Zufallsvariable bedeutet. Also, eine Zufallsvariable x heißt normal verteilt mit Erwartungswert μ und Standardabweichung sigma, wenn für alle reellen Zahlen a kleiner gleich b Folgendes gilt. Die Wahrscheinlichkeit von a kleiner gleich x kleiner gleich b ist gleich das Integral von a bis b von f von x dx. Das heißt, der Flächeninhalt zwischen den Grenzen a und der Grenze b unter der Kurve der Dichtefunktion. Ist x höchstens b, dann schreiben wir die Wahrscheinlichkeit von x kleiner gleich b. Das heißt, das ist das Integral von minus unendlich bis zur Grenze b der Dichtefunktion dx. Also der Flächeninhalt bis zur Grenze b. Kann x mindestens den Wert a annehmen, dann schreiben wir p von x größer gleich a. Das ist gleich dem Integral von a bis unendlich von f von x dx. Also der Flächeninhalt ab der Grenze a. Eine normal verteilte Zufallsvariable kann also jede reelle Zahl als Wert annehmen. Damit sind wir auch schon fertig. Bis zum nächsten Mal.